Horrorhappen. Horrorhappenzeit. Einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen für dich, lieber interessierter Filmfan. Und wir gehen jetzt auf eine Reise zurück auf Draculas Schloss. Oder ist es ein anderer Vampir? Dracula und seine Bräute. Wir schreiben das Jahr 1960. Dracula ist abgedreht und Terence Fisher bekam erneut die Regie für Dracula und seine Bräute. Nur gibt es in diesem Film keinen Dracula und auch keinen Herr aller Vampyre, wie man am Anfang des Filmes sagt. Nein, man kommt mit einem ziemlich weichgespülten Vampir daher. Allerdings stiehlt dem natürlich Peter Cushing die Show. Worum geht es? Baron Meinster liegt in Ketten in einem Schloss. Eine junge, hübsche Französin ist zu Gast auf diesem Schloss und befreit diesen armen Grafen. Und was dann passiert, ist ein wahres Spektakel. Er beißt nicht nur seine Mutter, sondern auch ganz viele andere Frauen. Und Professor Van Helsing hat alle Pflöcke voll zu tun, das wieder in Ordnung zu bringen. David Peel, der den Vampir spielt, war am Set sehr schwierig. Er brachte immer zwei orangefarbene Kleinpudel mit und war sonst auch ziemlich tüdelitü. Und Peter Cushing hatte nach wie vor total Spaß am Set mit den Props rumzuspielen. Und der Film hat durchaus Atmosphäre und ist durchaus sehenswert, denn er ist noch dieser richtige Hammer, ja, wie man ihn vom Anfang her kennt. Und auch die Story ist noch nicht mal so schlecht. Es ist ein absoluter Van Helsing-Film. Und wir blenden einfach diesen Baron Meinster einfach mal aus. Was ganz erschreckend ist, Van Helsing wird sogar gebissen von dem Vampir, kann sich dann aber, ja, schaut selber, wenn ihr den Film noch nicht kennt. Ich empfehle euch auf alle Fälle Dracula und seine Bräute allein wegen Peter Cushing und nicht wegen David Peel. Das war's heute mit den Horrorhappen von Hammer. Nächste Woche geht's natürlich weiter mit einem schönen Stück Abgehangen und noch so ein bisschen rosa. Oh, nee, lieber blutig. Bis dahin und danke für dein Like.